Das gehört zu meinem Leben. Das ist so wichtig für mich. Ich bin seit Kindheitstagen gewöhnt, dass man sich mit Musik beschäftigt. Oder singt. Oder da war immer Musik, immer. So als Kind. Ich weiß nichts anderes. Das bereichert jeden Tag, die Musik. Das ist einfach das Leben. Der Weg ist Martha Lacher nur allzu vertraut. Auch die Orgelschuhe stehen parat. Seit 47 Jahren geht sie in der Pfarrkirche Oberstdorf hier hoch zur Orgel. Da sitzt natürlich jeder Handgriff. Martha Lacher ist 86 Jahre alt. Bis vor kurzem war sie die zweite Organistin am Ort. Doch die Geschichte beginnt viel früher. Schon mit 11 Jahren beginnt sie Orgel zu spielen. Durch meinen Vater. Der war Lehrer und Organist in Wengen. Und da hat Klavier und Orgelspielen zum täglichen Leben gehört. Und mein Vater musste 1942 zum Militär. Und dann hat er mich so weit gebracht, dass ich Volksgesang spielen konnte. Aber die Liedsätze hat er mir selber geschrieben. Oder später dann mein Großvater, der Paul Kuhn aus Sulzberg. Damit war der Anfang gemacht. Die kleine Martha konnte damals zwar noch nicht mit den Pedalen spielen, aber es funktionierte trotzdem. Zu jener Zeit ist sie die einzige Organistin am Ort. 1945 kehrt ihr Vater aus dem Krieg zurück. Martha ist immer noch Feuer und Flamme für die Orgel. Sie spielt fast täglich, doch einen Haken hatte die Sache damals für sie. Die Kälte, das war das Schlimmste an allem. Weil früher war in keiner Kirche eine Heizung. War es überall kalt. Und man musste auch üben. Es war ja nicht bloß der Gottesdienst zu spielen. Ich war ja Kind, ich hatte ja noch kein Repertoire. Ich musste mir das alles erarbeiten. Und musste viel zum Üben gehen. Manches habe ich daheim am Klavier geübt. Aber wie ich dann größer war, konnte ich ja Pedal spielen. Dann konnte ich nur in der Kirche üben. Und dann später war ich in Kempten in der Schule und im Pensionat. Und da hatte ich eine Klavierlehrerin von einer Musikalität, die man manchmal vergeblich sucht. Und die hat mir eine Welt eröffnet, diese Frau. Da war die Musik auf einmal noch ganz was anderes. Diese Liebe zur Musik hat Martha Lacher weiter begleitet. Zunächst absolviert sie eine Ausbildung zur Industriekauffrau, spielt aber trotzdem regelmäßig in Gottesdiensten. Sie heiratet, bekommt zwei Kinder und zieht mit ihrer Familie nach Oberstdorf. Hier übernimmt sie den Dienst an der Orgel, nicht als Hauptkirchenmusikerin, aber immer als zweiter Mann. Dabei ist sie mit 1,53 Meter eigentlich recht klein fürs Orgelspielen. Ich muss mich immer bewegen und ich bin dann nach einer Stunde üben bin ich müde, weil ich mich so viel bewegen muss. Weil ich klein bin, ich rutsche ja immer auf der Orgelbank hin und her. Andere machen so. Ich muss halt. Ihr Humor, ihre Persönlichkeit und ihre ganz besondere Art, Orgel zu spielen, das zeichnet Martha Lacher aus. Für sie selbst war der Dienst an der Orgel Freude und auch ein anderes Lebensgefühl. Weil diese Klangfülle hat eigentlich kaum ein anderes Instrument wie die Orgel. Das hat mich immer fasziniert. Und der Raum, der schönste Raum vom ganzen Ort, der schönste Arbeitsplatz, den man sich vorstellen kann. Auch in ihrem Zuhause dreht sich bei Martha Lacher alles um die Musik. Die 86-Jährige hört viel Klassik. Hier spielt sie Klavier oder schwelgt auch mal in Erinnerungen. Ihr altes Notenheft belegt den frühen Beginn des Orgelspiels. Am 26.11.1942 hat der Großvater das für mich geschrieben. Das ist lange her, doch ihre Kindheit, ihre vier Geschwister, das Leben in einer Musikerdynastie, all das prägt Martha Lacher bis heute. Nach 75 Jahren Orgelspielen wurde die 86-Jährige in Oberstdorf nun offiziell aus ihrem Dienst verabschiedet. Zum Üben geht sie weiterhin täglich in die Kirche. Und zwei große Wünsche hat sie noch. Dass ich gesund bleibe, dass ich noch lang Orgel spielen kann. Aber man muss ja aufhören, solange man gut ist. Und solange man noch gut spielt. Ich warte bis heute, Jesus, spielt ihr schon wieder so falsch. Also das geht nicht. Mir haben viele gefragt, warum hörst du jetzt auf? Das funktioniert doch alles. Und dann sage ich, drum höre ich auf.
weil alles nur tadellos funktioniert.